Guten Tag, liebe Zuschauer, und das bewegt uns heute. Europa zankt weiter vor dem großen Flüchtlingsgipfel heute. VW-Steuermann Winterkorn bleibt nach dem Skandal an Bord. Und Bayern-Stürmer Lewandowski schießt 5 Tore in 9 Minuten. Flüchtlingsszenen aus Bayern haben das helle Deutschland in aller Welt hergezeigt. Willkommensschilder und Applaus für die Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof. Heute nun hat Bayern einen Gast, der genau für das Gegenteil steht, also für eine harte Hand und auch für Grenzzäune. Der ungarische Regierungschef Orbán ist da. Und da gestatten Sie uns die Frage, was will der Mann eigentlich in Bayern? Die umstrittene Einladung, sie ist Teil seiner Strategie, die Kanzlerin zum Kurswechsel zu zwingen. Seit 2 Tagen kommen von der CSU halblaute Drohungen. Also kann ich auf gute Lösungen hinarbeiten, und wenn es keine gute gibt, dann gibt es ja keine. Für Viktor Orbán ist der Besuch in Oberfranken eine große Bühne. Die CSU gibt sie ihm jetzt ganz bewusst. Viktor Orbán ist schon seit Jahren ein gern gesehener Gast in Bayern. Kein anderes Bundesland hat so enge Beziehungen zu Ungarn, ein großes Handelsvolumen, aber eben auch einen kurzen Draht in der Politik, wie hier in Wildbad Kreuth. Und die CSU zeichnete Orbán bereits 2001 mit dem Franz-Josef-Strauß-Preis aus. Jetzt also der Schulterschluss in der Asylpolitik. Mit Herz und Verstand, wie es in der CSU heißt. Und dazu würden auch Zäune an den Außengrenzen gehören. Zäune sind etwas, was sich niemand in Europa wünscht. Keine Frage. Aber andererseits sind alle eingeladen, bessere Vorschläge zu machen. Wie soll an der Außengrenze Europas sonst kontrolliert werden? Und deswegen muss Europa einen Weg gehen, das einerseits Hilfe anzubieten und auf der anderen Seite aber auch die Grenzen ordentlich zu sichern. Doch genau diese Zäune, die Orbán in Ungarn bauen lässt, stehen stark in der Kritik. Demo der Opposition vor dem Tagungsort. Für die Grünen ist Orbán als Gesprächspartner untragbar. Jemand, der, wie gesagt, Stacheldrahtzäune baut und Flüchtlinge zusammenknüppeln lässt, dem gibt man nicht recht, sondern dem sagt man, so geht's nicht, dem zeigt man seine Grenzen auf. Die CSU mahnt Orbán und Ungarn zwar zum humanitären Umgang mit den Flüchtlingsströmen, offene Kritik bleibt aber aus. Stattdessen wollen Seehofer und der ungarische Regierungschef die Grundlage für ein neues Flüchtlingsrecht legen und Kontingente schaffen. Und wir sollten die ganze Welt involvieren, wenn es darum geht, diese Flüchtlingskrise, diese Einwanderungskrise, wie wir das sagen, diese Völkerwanderungskrise zu managen. Begrenzen, wie er sagt, durch ein Weltkontingent, was wir ja noch verfeinern durch unseren Vorschlag, Einwanderungsbegrenzung für Kriegsflüchtlinge. Sicherung der Außengrenzen und Kontingente für Flüchtlinge, so die Botschaft von Banz vor dem großen Gipfel heute Abend in Brüssel. Ja, wenn nun eine arabische Familie mit kleinen Kindern versucht, der Hölle von Syrien zu entfliehen, dann muss die Welt einfach helfen. Und das tut sie ja durchaus auch. Zumindest einige Länder. Das steinreiche Saudi-Arabien und die Golfstaaten, die spenden zwar viele Millionen Dollar, nehmen aber so gut wie gar keine Flüchtlinge auf. Die übrigen Nachbarn jedoch, Türkei, Jordanien und auch der Libanon, sie haben ihre Grenzen geöffnet. Erstmal ein Überblick. Seit 4,5 Jahren schon tobt der Krieg in Syrien. Seitdem sind 4 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. 630.000 Flüchtlinge wurden von den Vereinten Nationen in Jordanien registriert. Laut der Regierung in Amman sind sogar 1,4 Millionen Syrer in das Nachbarland geflohen. In den kleinen Libanon haben sich seit Beginn des Kriegs 1,1 Millionen Menschen geflüchtet. Und im nördlich gelegenen großen Nachbarn Türkei haben mindestens 2 Millionen Syrer Zuflucht gesucht. Blieben sie anfangs in den Grenzregionen, so verteilen sie sich inzwischen auch auf die großen Städte Istanbul, Ankara und Izmir. Die Türkei ist zugleich Transitland in Richtung Europa. Von hier aus beginnen viele in überfüllten Booten die gefährliche Überfahrt nach Griechenland, um dann auf der sogenannten Balkanroute in Richtung Westen zu gelangen. Da in Syrien selbst kein Ende des Mordens absehbar ist und die Flüchtlinge in den Nachbarländern immer weniger Unterstützung und Perspektive haben, ist ein Ende der großen Wanderung nach Mittel- und Nordeuropa nicht in Sicht.
Schauen wir noch mal auf die Landkarte. Zwischen der Kriegshölle von Syrien und der ersten Außengrenze der EU liegt nur ein einziges Land, die Türkei. Keine leichte Position. Die Türkei hat in unmittelbarer Nachbarschaft Krieg und Terror. Und gleichzeitig muss sie eine riesige Flüchtlingswelle auffangen. Millionen Flüchtlinge haben die Türkei bereits aufgenommen. Aber geht es den Menschen dort auch gut? Unser Korrespondent hat nachgesehen. Bei so manchem Bundesbürger löst dieser Anblick gemischte Gefühle aus. Syrische Flüchtlinge versuchen in diesen Tagen, nicht nur auf dem Seeweg, sondern auch auf dem Landweg aus der Türkei nach Europa zu fliehen. Doch bisher sind es nur Hunderte. Nahe der Stadt Edirne werden sie von türkischen Sicherheitskräften unsanft daran gehindert, an die griechische Grenze zu gelangen. Wir wollen nicht übers Meer fliehen, um dort zu ertrinken und dann auch noch Unsummen an Schmuggler bezahlen. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa ankommt, sie ist klein verglichen mit den fast 2 Millionen Syrern, die derzeit in der Türkei leben. Rund 270.000 von ihnen wohnen in Lagern. Dort bekommen sie Essen, medizinische Versorgung und Taschengeld. Mehr als 4 Milliarden Euro hat der türkische Staat dafür in den letzten 4,5 Jahren aufgewandt. Gerade mal 7% davon gab es an internationaler Hilfe. Die meisten syrischen Flüchtlinge, sie leben bei Freunden, Verwandten zur Miete oder unter freiem Himmel. Allein rund 300.000 bis 400.000 davon in Istanbul. Die Mehrheit von ihnen strebt nicht gen Europa, noch nicht. Denn die Flucht ist teuer, rund 6.000 Euro pro Person und gefährlich. So richtet man sich hier ein, so gut es eben geht. Häufig allerdings sind die Wohnverhältnisse katastrophal. Arbeit gibt es kaum und wenn, dann nur schlecht bezahlte. Für die syrische Flüchtlingscommunity am Bosporus leisten mehrere nichtstaatliche Organisationen Hilfe zur Selbsthilfe. Der Verein Heiliges Licht hat mehr als 50 Mitarbeiter. Er bietet medizinische Versorgung, unterhält arabischsprachige Schulen für Kleinkinder und bietet Türkischkurse an. Einer der Hilfesuchenden, Mohammed Ahmad. Er ist neu in Istanbul. Mohammed Ahmad hatte ein Hotel im syrischen Palmyra, nahe den historischen Städten, die in den letzten Wochen vom selbsternannten Islamischen Staat zerstört wurden. Hier bekommt er kostenlose gebrauchte Kleidung. Leider hat der IS mein Hotel ebenso wie die Tempel von Palmyra restlos zerstört. Mohammed Ahmads Restfamilie besteht aus 4 Personen, Söhne und eine Tochter hat er im Krieg verloren. Für etwas mehr als 100 Euro monatlich hat er eine rund 15 Quadratmeter große Wohnung gefunden. Die nächste Zeit, bis er Arbeit findet, muss er vom Erlös seines verkauften Goldes leben, etwa 1800 Euro. Meine Frau sagt immer, lass uns nach Deutschland gehen. Ich antworte dann immer, nein, das ist sehr schwierig. Istanbul, die syrische Flüchtlingsstadt. Sie ist voll von Leid und Härte. Und doch, es gibt auch Erfolgsgeschichten, so wie die von Sama El-Kadri aus Damaskus. Nach 2 Jahren in Istanbul eröffnete er jetzt unweit des Goldenen Horns einen Buchladen mit arabischer Literatur. Immer wieder gibt er dort Konzerte. Ein wenig Syrien am Bosporus, gefühlt weit weg vom Krieg. Ja, und mit dem Gipfel heute wird das auch ein langer Tag für unser ARD-Studio in Brüssel. Bettina Scharkus, schönen guten Tag. Bettina, die Innenminister, die haben ja sozusagen gestern vorgelegt für den großen Gipfel heute. Reicht das, damit ein Ruck durch den Gipfel heute geht? Naja, man darf eben nicht vergessen, dass 4 osteuropäische Länder gestern dagegen, gegen die Einigung gestimmt haben, was sehr, sehr ungewöhnlich ist bei so einem Treffen, dass es da so eine Abstimmung gibt und man nicht und nicht alle an einem Strang ziehen. Also von daher geht in der Flüchtlingsfrage doch weiterhin ein Riss durch die EU. Der könnte heute Abend ein bisschen gekittet werden, denn die Staats- und Regierungschefs wollen reden über die großen Linien, wollen reden darüber, wie man verhindern kann, dass Hunderttausende Syrer sich aufmachen nach Europa, indem man zum Beispiel die Nachbarländer Syriens stärkt, in die Lager, zum Beispiel in der Türkei, finanzielle Mittel reingibt, damit eben die Menschen dort bleiben. Das wird alles Thema sein heute Abend auf dem Gipfel. Okay, Bettina, und gleichzeitig verschickt die EU-Kommission gerade Mahnungen und sie droht mit Verfahren. Muss Deutschland jetzt zum Beispiel für seine Willkommenskultur Strafe bezahlen?
Ja, also die EU-Kommission hat sicherlich diesen Tag auch gewählt, um politischen Druck aufzubauen auf die Staats- und Regierungschefs, um zu sagen, hier, wir drohen mit Vertragsverletzungsverfahren, so heißt das ja im EU-Deutsch, was eure Asylverfahren angeht. Ich muss aber sagen, diese Vertragsverletzungsverfahren sind eher ein stumpfes Schwert. Da gehen erstmal Briefe und Stellungnahmen hin und her. Und in einem zweiten Verfahren kann es dann überhaupt erst um Strafe geben. Also ich glaube, hier macht die Kommission ein bisschen Symbolpolitik und versucht ein bisschen Druck aufzubauen. Also erstmal viel Formalität. Dankeschön, Bettina Scharkus, für diese Informationen aus Brüssel. Ja, liebe Zuschauer, in den letzten Wochen haben wir viel von Balkanroute und Grenzzäunen gesehen. Gehen wir jetzt nochmal an jenen Ort, wo das Flüchtlingsdrama überhaupt erst seinen Lauf nimmt, nach Syrien zurück. Dort wütet seit Jahren ein unüberschaubarer Vielfrontenkrieg, sogar in der Hauptstadt Damaskus. Soldaten des Assad-Regimes, Regimegegner und natürlich die Terroristen des Islamischen Staates. Jeder kämpft da gegen jeden. Und dazwischen die hilflose Bevölkerung. Ein düsterer Lagebericht. Damaskus, einen Tag vor dem Beginn des islamischen Opferfestes Eid el-Kebir. Seit unserem letzten Besuch im Juni scheint die syrische Hauptstadt sich ein wenig beruhigt zu haben. Weniger Granateneinschläge, laxere Sicherheitskontrollen. Doch Hoffnung ist nicht angebracht im Bürgerkriegsland. Die Hälfte der Syrer ist bereits auf der Flucht. Ein Land entvölkert sich, doch die meisten, die noch immer hier sind, sie wollen bleiben, für immer. Die arabischen Staaten haben uns Syrern nicht geholfen. Tausend Dank an Deutschland und Mama Merkel. Sie ist eine Freundin, eine Schwester. Das syrische Regime hat zum internationalen Jugendkongress geladen. Teilnehmer aus 39 Ländern sind nach Damaskus gekommen. Der innere Führungszirkel ergeht sich in schwülstigen Durchhalteparolen. Dankbarkeit gegenüber dem Westen ist hier nicht gerade en vogue. Syrien hat schon 1,2 Millionen Flüchtlinge aus dem Irak und 600.000 Libanesen aufgenommen und nicht in Camps oder Zelten untergebracht. Sie haben in unseren Herzen, Häusern und Schulen gewohnt. Fassbomben, Granaten, Zerstörung. Aleppo, die ehemalige Wirtschaftsmetropole. Viele der Flüchtlinge, die nun versuchen, nach Europa zu gelangen, hatten zum Teil jahrelang in den Nachbarstaaten gewartet auf ein Zeichen der Besserung. Doch es wurde immer schlimmer. Ein Schritt für Syrien soll der Jugendkongress sein. Doch nach echten Zeichen des Aufbruchs muss man in all den systemverherrlichenden Reden schon suchen. Vielleicht ist es diese Geschichte, die von Rabab und Sebastiano. Sie ist Griechin, aber in Damaskus geboren, eher ein Pizzabäcker aus Sizilien. Ich bin so stolz, hier zu sein und diese wunderschöne, wunderbare, erstaunliche Frau zu heiraten. Ihr großer Tag. Vor 5 Jahren haben die beiden Christen sich durch Zufall in einer syrischen Kirche kennen und lieben gelernt. Dann kam der Krieg, ihre Hochzeit mussten sie immer und immer wieder verschieben. Doch gesagt heißt für die beiden auch getan. Damaskus musste es sein, das war von Anfang an der Plan. Die Trauung in der Kathedrale im Herzen der Altstadt. Syrien braucht Frieden und Liebe. Wir müssen diesen Krieg beenden. Wir müssen irgendetwas dagegen tun. Ob der offizielle Jugendkongress seinerseits etwas dazu beitragen kann, eher fraglich. Die größte Delegation hat Nordkorea geschickt, um die Liebe ihres obersten Führers an Präsident Assad zu übermitteln. Mit von der Partie alle Verbündeten, der Iran, China, die libanesische Hisbollah und, militärisch und diplomatisch gerade besonders wichtig, Russland. Ja, die Unruhen in der arabischen Welt erreichen unsere westliche Welt. Höchste Zeit für etwas Orientierung. Und die holen wir uns bei Markus Keim, dem Experten für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag nach Berlin, Herr Keim. Ich grüße Sie. Ist dieses Syrien denn überhaupt noch zu retten? Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Syrien als Völkerrechtssubjekt noch weiter Bestand haben wird. Aber ich glaube, alle Beteiligten sind sich im Klaren darüber, dass der Zerfall Syriens als Territorium kaum aufgehalten werden kann. Also dass Syrien noch einmal in der Form ersteht, die es vor dem Bürgerkrieg gehabt hat, ich glaube, das ist illusorisch. Und die internationale Gemeinschaft tut, glaube ich, gut daran, im Moment auch gar keine politische Lösung für Syrien anzustreben, sondern in einem ersten Schritt erst einmal darauf zu setzen, dass das Morden und das Sterben zu einem Ende kommt. Herr Keim, aber der große Putin, der hilft. Warum hilft er einem Diktator, der vielleicht noch ein Fünftel seines Landes kontrolliert, aber ansonsten eigentlich nur noch wenig Bedeutung mehr hat?
Also ich glaube, das Signal Russlands ist ein dreifaches. Erstens, ich glaube, es soll eine glaubhafte Unterstützung der Politik sein, die Russland in den letzten Monaten und Jahren immer deutlich gemacht hat. Der legitime Präsident Syriens ist Bashar al-Assad und daran hält Russland fest. Das zweite Signal ist in die Region. Russland ist sozusagen in die Region zurückgekehrt, auch ein Signal an andere Regime, also ein geopolitisches Kalkül. Und das dritte Signal ist an die internationale Gemeinschaft. Egal, was die internationale Gemeinschaft plant, zur Einhegung des syrischen Bürgerkrieges, zur Einhegung des Islamischen Staates, sowohl in Syrien als auch im Irak, an Russland kommt niemand vorbei. Wir hier, Herr Keim, im reichen und friedlichen Europa, was tun wir denn, wenn es vor unseren Außengrenzen rumort und tobt? Türen öffnen oder eher Zäune ziehen? Also ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, gute Flüchtlingspolitik ist gute Außenpolitik. Und da ist Deutschland und Europa, Deutschland in Europa in besonderer Art und Weise gefordert. Nicht nur durch die Syrien-Krise, sondern bereits vorher ist ja erkennbar geworden, dass die Nachbarschaft Europas, die Peripherie der Europäischen Union, nicht mehr stabil ist. Das ist durch die Ukraine-Krise deutlich geworden. Das sehen wir in Libyen und das sehen wir nicht zuletzt in Syrien. Und ich glaube, wenn wir das ernst meinen, was häufig gesagt wird, Fluchtursachen dort bekämpfen, wo sie existieren, dann ist das eben auch eine Anforderung an die deutsche Politik, an die europäische Politik, auf diplomatischem Wege den Konflikt mindestens einzuhegen und in einer langfristigen Perspektive sogar beizulegen. Dankeschön, Markus Keim, für diese Informationen aus Berlin. Gerne. Liebe Zuschauer, nach was könnte das hier hinter mir aussehen? Ein Gesicht, dazu einige Worte, Auge, Nase, Mund. Genau, ein Deutschkurs für Flüchtlinge, die Basis für ein Zusammenleben und Zusammenwachsen. Aber so ein Kurs kostet natürlich und nicht alle können sich das leisten. Erstmal unser Faktencheck. Flüchtling aus Syrien, nennen wir ihn Abdul. Er ist bereits anerkannt und darf in Deutschland bleiben. Damit hat er das Recht und die Pflicht, einen Integrationskurs zu besuchen. In 660 Unterrichtsstunden lernt Abdul Deutsch und alles Wichtige über das Land. Angeboten werden die Kurse zum Beispiel von der Volkshochschule oder der Kirche. Kann Abdul die 792 Euro für den Kurs nicht aufbringen, zahlt der Staat. Bei Damian ist das anders. Er muss sich selbst um einen Deutschkurs kümmern und ist auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Damians Asylbewerberverfahren läuft noch. An einem Integrationskurs vom Bund darf er deshalb nicht teilnehmen. Fatima ist eines von vielen Flüchtlingskindern in Deutschland. Zwischen 300 und 400.000 sollen es in diesem Jahr sein. Für sie besteht Schulpflicht. Fatima muss entweder 3 Monate nach ihrer Ankunft zur Schule gehen oder dann, wenn sie einer Kommune zugewiesen wurde. Das regelt jedes Bundesland anders, genauso wie die Art der Klassen. In Berlin würde Fatima in eine Willkommensklasse gehen, in der vor allem Flüchtlingskinder sind. In Rheinland-Pfalz dagegen würde sie in eine deutsche Klasse integriert werden. Neben dem Unterricht im Klassenverband muss Fatima Deutsch-Intensivkurse besuchen. In beiden Fällen soll Fatima so schnell wie möglich Deutsch lernen. Was muss das für ein verlorenes Gefühl für ein kleines Kind sein, das in seiner Heimat den Krieg miterlebt hat und jetzt in eine total fremde Welt nach Deutschland kommt? Diesen Kulturschock, den müssen Lehrerinnen und Lehrer natürlich irgendwie auffangen und den Kleinen dabei auch noch die deutsche Sprache beibringen. Ein Besuch an der Lennebergschule in Mainz, wo Flüchtlingskinder schon kurze Zeit später mitten im Schulalltag sitzen. Frau Czaba, sagen Sie, haben Sie die Kinder schon mal registriert bei uns? Woher wissen wir Ihren Namen? Okay, Namen. Sprachverwirrung am frühen Morgen in Budenheim bei Mainz. Im Büro von Schulleiter Helmut Wagner steht überraschend eine Flüchtlingsfamilie. Sowas passiert derzeit häufiger. Ja gut, dann sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen hier bei uns in der Schule. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Die Klasse 4b der Grund- und Realschule hat spontan eine neue Mitschülerin hinzugewonnen. Neugierige, aber freundliche Blicke für die kleine Iman. Die Iman kommt aus dem Irak. Und die Iman ist heute das erste Mal in der Schule und kann schon ihren Namen sagen auf Deutsch. Guten Morgen, ich heiße Iman. Ich heiße Iman. Mehr Deutsch kann sie noch nicht. Das soll sich sofort ändern. Dafür geht es einfach ruckzuck rein und los. So, 8 Jahre oder 9 Jahre, wie alt bist du? Okay, wie viel? 10? Okay.
Große Augen bei Iman, große Zuversicht bei der Lehrerin. Es ist relativ einfach, denn Kinder regeln sehr, sehr viel ohne Worte, ja? Durch Gesten, Mimik und alles läuft eigentlich von selbst. Die Klasse ist recht aufgeschlossen und da mache ich mir wenig Gedanken drum. Die Idee, Iman soll Teil der Regelklasse sein. Dazugehören zur 4B von Anfang an, zumindest in Sport, Kunst und Musik. Zusätzlich bekommt sie dann noch Deutsch-Intensivkurse zusammen mit den bislang anderen 20 Flüchtlingskindern. Guten Tag, ein neues Gesicht. Wie heißt du denn? Iman. Du bist die Iman. Guten Tag, ich bin der Herr Gersch. Rheinland-Pfalz geht andere Wege als Bayern oder Berlin. Dort gibt es separate Vorlaufklassen für Flüchtlinge. Das heißt, Flüchtlinge lernen erst Deutsch und stoßen danach zum Klassenverband. Bis dahin seien die Flüchtlinge aber schon eine feste Freundesgruppe und das erschwere am Ende die Integration, ist sich der Schulleiter in Mainz sicher. Die Kinder werden also diese Zeit separiert, sind dann monatelang zusammen mit ihresgleichen ausschließlich. Dann finde ich es wesentlich besser, wenn sie mit der deutschen Bevölkerung, mit unseren Kindern in Kontakt kommen und dort schon mal einüben im Grunde, wie wir uns in unserem Land verhalten. Kinder integrieren sich spielend. Die neuen Freunde seien Motivation, Deutsch zu lernen. Kommen Sie im März wieder, sagt man uns. Iman spricht dann richtig gut Deutsch und gehört dazu. Sie werden sehen. Ja, soweit unser Thema Flüchtlingskrise für heute. Der VW-Boss, er will bleiben und nach dem Abgasskandal aufräumen. Das könnte aber auch teuer werden. Gleich ein großes Thema bei uns. Jetzt aber erstmal eine neue Tagesschau mit Linda Zervakis. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Verfassungsgericht zu Militäraktion der Bundeswehr in Libyen. Die Karlsruher Richter haben entschieden, dass ein bewaffneter Rettungseinsatz im Bürgerkriegsland nicht gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Die Bundeswehr hatte vor 4 Jahren 132 Deutsche und andere EU-Bürger aus der Wüstenstadt Nafoura in Sicherheit gebracht. Strittig war, ob der Bundestag der Aktion hätte zustimmen müssen. Neues Kabinett in Griechenland vereidigt. Damit hat das hochverschuldete Land bereits 3 Tage nach der Parlamentswahl eine neue Regierung. Ministerpräsident Tsipras berief viele vorherige Minister erneut ins Amt, so auch Finanzminister Tsakalotos. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Sparauflagen und Reformen umgesetzt werden. Wiedereröffnung der Zentralmoschee in Moskau. Sie gilt als das größte Gotteshaus ihrer Art in Europa und war innerhalb der letzten 4 Jahre umgebaut worden. An der Zeremonie nehmen neben Russlands Staatschef Putin auch Palästinenser Präsident Abbas und der türkische Präsident Erdogan teil. In Russland leben etwa 20 Millionen Muslime, die meisten von ihnen im Nordkaukasus. Papst in Washington eingetroffen. Es ist die erste USA-Reise von Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche. Präsident Obama empfing den 78-Jährigen auf der Luftwaffenbasis Andrews. Franziskus kam direkt aus Kuba und wird 6 Tage bleiben. Geplant sind eine Rede vor dem US-Kongress und Treffen mit Einwanderern, Häftlingen und Obdachlosen. Grundsatzrede von Verdi-Chef Bzirske. Vor dem Bundeskongress in Leipzig erläuterte der wiedergewählte Vorsitzende die zentralen Ziele der Dienstleistungsgewerkschaft in den kommenden Jahren. Dazu zähle unter anderem eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf 10 Euro sowie der Kampf gegen den drohenden Verlust von Millionen Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung. Botticelli-Ausstellung in Berlin. Von morgen an zeigt die Gemäldegalerie mehr als 40 Originalwerke des bedeutenden Florentiner Malers. Botticellis Gemälde Geburt der Venus gilt als berühmtestes Gemälde der Renaissance-Epoche. Die Ausstellung läuft noch bis Januar und geht im Anschluss nach Großbritannien. Und nun zurück zum Mittagsmagazin mit Stefan Scheider. Vielen Dank, Linda. Der Paukenschlag durch den VW-Skandal hallt noch immer kräftig nach. Zwar hat die Aktie gerade wieder etwas Fahrt aufgenommen und der Steuermann Winterkorn, der bleibt am Lenker. Doch offenbar haben die Wolfsburger schon die ersten Strafanzeigen auf dem Tisch liegen. Sie kommen angeblich aus der Bevölkerung, wie es heißt. Also, die Abrechnung mit den Abgastricksern, die hat begonnen. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Ein Konzern in der Krise und ein Chef in Erklärungsnot. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
Der Tag nach Winterkorns Entschuldigung, vielleicht der entscheidende für den VW-Chef. In Wolfsburg kommt am Morgen die mächtige Spitze des Aufsichtsrats zusammen. Gesucht werden Antworten und ein Weg aus der Krise. Der Abgasskandal droht, die mächtige Marke aus der Bahn zu werfen. Das kann natürlich sein, dass ein Image-Schaden sich auch auf das Ansehen der Marke auswirkt. Die Marke ist immer ein wichtiger Kaufgrund. Es könnte also zu Absatzrückgängen führen. Das würde wieder zu Kapazitätsanpassungen führen. Und somit würden auch langfristig tatsächlich Arbeitsplätze gefährdet. Ein Konzern unter Druck. Der Aktienkurs stark eingebrochen, das Image international beschädigt. Ausgerechnet bei einem Unternehmen, das weltweit für deutsche Ingenieurskunst steht und damit wie kaum ein anderes für Qualität made in Germany. Erst einmal wissen wir nicht wirklich, wie sich diese Krise bei Volkswagen auswirken wird. Das hängt davon ab, wie die Konsumenten weltweit darauf reagieren. Werden sie weniger Automobile von Volkswagen kaufen, hat das auch eine Implikation für andere Produkte made in Germany. Das sind die Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Deshalb kann man das kurzfristig nicht sagen. Es muss darum gehen, dass Volkswagen letztlich dieses Vertrauen wiederherstellt. Die Konsumenten vor der eigenen Haustür reagieren bereits jetzt. Bei der Staatsanwaltschaft in Braunschweig sind sogar Strafanzeigen aus der Bevölkerung eingegangen. Sie richten sich gegen Verantwortliche von VW. Laut Justizministerium komme Betrug an Autokäufern in Betracht. Volkswagens guter Ruf erleidet immens. Ob das Vertrauen mit Winterkorn an der Spitze zurückgewonnen werden kann, das wird die entscheidende Frage sein. Der Aufsichtsrat muss jetzt entscheiden. Für die Causa VW gilt, um weiteren Schaden abzuwenden, muss das Wort des amtierenden Vorstandsvorsitzenden in die Tat umgesetzt werden. Manipulieren und Volkswagen, das darf nie wieder vorkommen. Und noch mehr Fragen stehen im Raum. Reden wir mit meinem Kollegen Thorsten Habke in Hannover darüber. Guten Tag, Thorsten. Welches Gefühl haben Sie denn? Konnte Winterkorn mit seinem Bedauern überzeugen, also wieder Boden gut machen? Ja, einerseits ist so eine Erklärung natürlich nicht nichts. Also ein Bedauern des Vorstandschefs eines großen Konzerns, das öffentliche Beteuern auch noch in einer Videobotschaft. Das ist nicht so üblich. Aber andererseits muss man schon sagen, er hat sich eben nicht Journalistenfragen gestellt, sondern er hat vorgelesen, was Juristen und Marketing-Experten ihm aufgeschrieben haben. Und das ist dann doch nicht der große Befreiungsschlag, den man in der Öffentlichkeit machen müsste, wenn man wirklich Asche auf sein Haupt kippen will oder wenn man wirklich einräumen will, was falsch gelaufen ist. Also insofern glaube ich, ist das doch zu wenig, um ihn wirklich aus der Bredouille zu bringen. Und heute tagt ja auch noch das Präsidium des Aufsichtsrates. Könnte der Vorstandsvorsitzende vielleicht doch noch im Laufe des Tages stolpern, kippen? Ja, das könnte er. Das ist heute ein ganz wichtiger Tag für Martin Winterkorn und für das Unternehmen, denn er muss den Aufsichtsräten klar machen, welchen Grund es geben könne, ihn an der Spitze des Unternehmens zu halten und möglicherweise den Vertrag auch noch, wie geplant, am Ende der Woche zu verlängern. Ich habe heute mit mehreren Menschen im Umfeld dieser Sitzung gesprochen und die Frage gestellt, welches Szenario es denn geben könnte, dass Martin Winterkorn tatsächlich im Amt bleibt. Mir ist jedenfalls ein solches Szenario nicht genannt worden. Aber gut, es kann natürlich sein, dass er Fragen beantwortet, die in der Öffentlichkeit noch nicht beantwortet wurden und die Aufsichtsräte zufriedenstellen. Es ist im Augenblick alles offen bei Volkswagen. Und wir alle wissen ja noch gar nicht, wer da was wann genau angestellt hat. Wie transparent geht denn VW überhaupt mit der Aufklärungsarbeit um? Ja, bisher ist Transparenz ein Wort, was in solchen Erklärungen steht, aber gespürt hat man sie als Öffentlichkeit nicht. Das muss man nicht nur verurteilen, denn das ist natürlich sicherlich schwierig, in diesem Riesenunternehmen für dieses Problem schnell alle Antworten zu finden und alles aufzuklären. Aber in der Tat weiß man überhaupt noch nicht, wie es dazu kommen konnte, dass eine solche Betrugssoftware eingeführt wurde. Man muss vermuten, dass sehr viele Hierarchen in dem Unternehmen davon Bescheid wussten. Aber was war das Motiv? Warum hat man das getan? Das ist überhaupt noch völlig unklar und deshalb sind ganz wesentliche Fragen noch nicht beantwortet. Wie gesagt, Transparenz sieht anders aus. Also das wird uns noch lange beschäftigen. Dankeschön, Thorsten Habke aus Hannover. Bitte schön. Deutschland empfängt einerseits die Flüchtlinge mit offenem Herzen. Andererseits verkauft Deutschland genug Waffen in die Welt, um noch mehr Menschen in die Flucht zu schlagen. Ein Thema, das die ARD heute Abend anpackt. Mit einem Spielfilm, einem Netzspezial und einer Doku über den Waffenhandel. Und die führt uns erstmal an den Brennpunkt Mexiko.
Der Polizei traut im mexikanischen Bundesstaat Guerrero niemand mehr. Deshalb haben die Einwohner selbst eine Bürgerwehr gegründet. Sie patrouillieren mit Gewehren, verfolgen Drogengangster. Wir begleiten die Truppe in ihre Zentrale. Sie haben einen Drogenboss überwältigt, den sie El Taliban nennen. Und dabei ein deutsches Sturmgewehr erbeutet. Wir wussten, der Mafia-Boss war da, den nennen sie ja El Taliban. Er war Chef des Gebietes, wir haben ihn festgenommen. Dabei haben wir mehrere Waffen beschlagnahmt, Drogenautos. Darunter dieses deutsche Sturmgewehr G36 von Heckler & Koch. Weiß man, ob die Mafia noch mehr solche Waffen hat? Ja, ja, die haben viele solche Waffen. Das G36 mit der Seriennummer 85012252 stammt aus Deutschland. Es ist eine Kriegswaffe. Hergestellt von Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar. Der ARD liegen umfangreiche Dokumente vor, die belegen, das Sturmgewehr mit der Nummer 85012252 kam am 29. Juni 2009 per Luftfracht nach Mexiko. Genehmigt vom Bundesministerium für Wirtschaft, Empfänger die mexikanische Polizei. Genehmigt war diese Lieferung aber nur für 4 mexikanische Bundesstaaten, die als sicher gelten. Verboten war die Lieferung nach Guerrero und in 3 weitere Staaten, weil die Polizei dort für Menschenrechtsverstöße verantwortlich gemacht wird. Eine absurde Regelung, denn die Waffen verteilten sich im ganzen Land. Seit über 5 Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Schon 2010 hat der Rechtsanwalt Holger Rothbauer Anzeige gegen Heckler & Koch erstattet. Das Verfahren läuft noch. 2012 zeigt er auch Beamte des Wirtschaftsministeriums an. Weil wir uns als Anzeigerstatter nicht vorstellen können, dass Heckler & Koch die Themen Endverbleib, Menge, in welche Länder in Mexiko man geliefert hat, völlig selbstständig gemacht hat, sondern hier müssen Beamte aus dem Bundeswirtschaftsministerium mittätig gewesen sein. Laut Insidern stellte das Bundesausfuhramt schon 2008 Unregelmäßigkeiten beim G36-Export fest und informierte das Bundeswirtschaftsministerium. Trotz der Warnung erlaubte das Ministerium weitere Exporte bis 2010. So kam das G36 von El Taliban im Jahre 2009 nach Mexiko. Die Leute von der Bürgerwehr können jetzt bei ihren Patrouillen eine echte Kriegswaffe mitführen. Das ist fatal, denn diese Bürgerwehr liefert sich auch Kämpfe mit der Bürgerwehr der Nachbarregion. Also einschalten heute Abend im Ersten. Wer Immobilien vermietet oder auch verkauft, braucht einen Energieausweis für das Gebäude. Das wissen wir ja inzwischen. Jetzt aber kommt eine Story, die diesen Ausweis in ein ganz neues Licht rückt. Immobilieneigentümer ließen nämlich Häuser von mehreren Energieberatern prüfen. Das Ergebnis? Viele Ergebnisse. Sie könnten also für ein Haus viele Energieausweise einholen und dann nur noch den besten vorzeigen. Das klingt nun eigentlich nach einem Stoff für einen handfesten Skandal. Jedes Detail zählt. Bernd Steinhoff ist Energieberater. In alter Bausubstanz sucht er nach den Schwachstellen. Detektivarbeit, bei der alles auf den Prüfstand kommt. Wände, Decken, Fenster, die alte Heizung. Die große Frage, ist das Haus eine Energieschleuder? Gibt es Einsparpotenziale? 1 bis 2 Tage dauert seine Analyse. Kosten mehrere hundert Euro. Am Ende bekommt der Hausbesitzer einen Energieausweis. Da muss man hin zum Haus, man muss es genau anschauen, muss sich die Pläne anschauen ermitteln, welche Materialien sind verbaut. Das erfordert eben wesentlich mehr Aufwand, das erklärt auch diese Preisspanne. Der Energieausweis soll genau zeigen, ob eine Immobilie energieeffizient ist oder eben nicht. Je grüner, desto besser und sparsamer ist die Wohnung oder das Haus. Je roter, desto schlechter. Effizienzklassen, das kennen Verbraucher bereits für Elektrogeräte und Autos. Doch sind die Angaben bei Immobilien genauso eindeutig? Nein, sagt der Eigentümerverband Haus und Grund. In einem Praxistest hat man 2 Häuser von jeweils 10 Energieberatern untersuchen lassen. Das Ergebnis: 10 unterschiedliche Energieausweise. Der verliere damit jede Aussagekraft. Er liefert irreführende Ergebnisse. Und wer auf Basis dieser Ergebnisse eine energetische Modernisierung durchführen will, wer auf Basis des Energieausweises ein Haus mieten oder kaufen will, wird in die Irre geführt. Er darf schlicht und ergreifend keine Grundlage für eine Verbraucherentscheidung sein.
Doch das bleibt Wunschdenken, denn der Energieausweis ist längst Pflicht für Verkäufer und Vermieter. Bei Wohnungsbesichtigungen müssen sie ihn unaufgefordert vorzeigen. Zu Recht, sagt die Deutsche Energieagentur, denn der Ausweis sei das einzig wirksame Instrument, um Heizkosten transparent zu machen. Natürlich wird der nicht das alleinige Kriterium für einen Kauf von einem Gebäude sein. Aber so in diesem Potpourri von verschiedenen Kriterien ist es wichtig zu wissen, was für einen Bedarf, Modernisierungsbedarf habe ich denn in meinem Objekt. Und deswegen halte ich einen Energieausweis schon für ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Für den Energieberater Bernd Steinhoff ist die Erstellung des Ausweises eh nur ein erster Schritt. Seine Kunden sind vor allem Hausbesitzer, die energetisch sanieren wollen. Da sei vor allem professionelle Beratung gefragt. Was der Kunde aber wirklich braucht, was der Gesetzgeber wollte, ist, dass die unabhängig im Sinne des Kunden beraten. Dem Verbraucher bleibt die Qual der Wahl, denn die Auswahl an Energieberatern ist riesig. Bernd Steinhoff ist vor allem eins wichtig: zufriedene Kunden, die am Ende Energie und Geld einsparen. Ja, was weist er nun wirklich aus, der Energieausweis? Das klärt auch unser Online-Team in einem Dossier und Sie finden es unter mittagsmagazin.de. Wer ein Dieselauto fährt, muss sich seit kurzem wohl täglich Gags und Häme anhören. Unser Börsenmann Stefan Wolf, der räumt da jetzt ein bisschen auf. Der Diesel, heute ein Thema an der Börse und vorher wie immer noch Neues von den Märkten. Trauriger Rekord. Beim Konsum von Alkohol und Zigaretten sind die Europäer Spitze. Rund 30% der Menschen in Europa rauchen und pro Kopf verbrauchen sie rund 11 Liter reinen Alkohol im Jahr. So zeigen es aktuelle Daten der Weltgesundheitsorganisation. Damit trinken und rauchen die Europäer mehr als die Menschen im Rest der Welt. Zudem sei Übergewicht und das damit verbundene Risiko von Herzleiden, Krebs oder anderen tödlichen Erkrankungen ein wachsendes Problem. Allein die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol belaufen sich in Deutschland auf rund 27 Milliarden Euro. Die Folgekosten des krankhaften Übergewichts werden von Experten noch höher geschätzt. Lindt siegt im Bärenstreit mit Haribo. Die Schweizer Schokoladenfirma darf ihren goldenen Lindt-Teddy weiterverkaufen. Das verletze nicht die Rechte des deutschen Fruchtgummiherstellers Haribo an seiner Marke Goldbären, so hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Die Ähnlichkeit der großen Schokobären mit den kleinen Gummibärchen reiche für eine unzulässige Verletzung der Markenrechte Haribos nicht aus, so die Begründung des BGH. Handwerk mit mehr Umsatz und weniger Beschäftigten. Die deutschen Handwerker hatten gut zu tun im zweiten Quartal dieses Jahres. Das hat die Umsätze der Branche im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% klettern lassen, meldet das Statistische Bundesamt. Die größten Zuwächse gab es im Kfz-Gewerbe mit einem Anstieg von 7%. Zugleich waren Ende Juni aber 0,6% weniger Menschen im Handwerk beschäftigt als im Jahr davor. Industrie in China schwächelt. Ein wichtiger Frühindikator für die chinesische Konjunktur ist auf den niedrigsten Stand seit 6,5 Jahren gefallen. Er zeigt, dass die Stimmung in den Chefetagen der produzierenden Unternehmen Chinas weiter pessimistisch ist. Für viele Experten scheint es damit fast als sicher, dass das Wirtschaftswachstum Chinas in der zweiten Jahreshälfte unter die Zielmarke von 7% rutschen wird. Chinas Wirtschaft also schwach auf der Brust, das lässt normalerweise die Börse nicht kalt. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett, wo die Zeichen heute allerdings auf Erholung stehen. Es ist ja auch in den vergangenen Tagen genügend Porzellan zerdeppert worden. Der Ausverkauf hat den DAX unter 10.000 Punkte gedrückt. 1% steigt der deutsche Aktienindex jetzt nicht einmal. 2/3% sind es, 57 Punkte auf 9.628. Ein kleines Aufatmen ist das nach dem Absturz, mehr aber auch nicht. An der Börse liegen die Nerven weiter blank. Und natürlich liegt es an VW. Es ist Tag 3 des Dieseldesasters, dass Volkswagen mit Schummelsoftware seine Abgase in laue Lüftchen verwandelt hat. Das ist ein Schock für Anleger und für Verbraucher. Autoaktien dick im Plus, sogar VW glänzen nach einem beispiellosen Debakel wieder ein bisschen. Im März war noch alles im Lack gewesen, VW-Aktien mit einem neuen Rekord. Dann kamen die Sorgen um die chinesische Wirtschaft und jetzt der Dieselschock. 60% hat das den Kurs gekostet, damit sind 30 Milliarden Euro futsch.
Auf Pi mal Daumen 30 Milliarden Euro schätzt also die Börse den Schaden für VW. Wie viel es wirklich kostet, ist dabei noch völlig offen. 6 Milliarden hat VW auf die Seite gelegt. Das wird nicht reichen für die drohenden Strafen, die ganzen Schadenersatzklagen. Vielleicht muss VW sogar Autos zurückkaufen. Rückrufe gibt es auf alle Fälle, weil die Abgaswerte neu gemessen werden, weil Umbauten fällig werden. Und dann der Imageschaden. Was wird es kosten, den guten Ruf wiederherzustellen? Im schlimmsten Falle könnte der Schaden bei 40 Milliarden Euro liegen, schätzt eine Bank. Der Ruf ist ruiniert, nicht nur der von Volkswagen. Die deutschen Hersteller sind ja richtige Dieselfans und haben damit vermutlich komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Am Dieselmotor begeistert Autofahrer und Autoentwickler hierzulande vor allem eines. Er ist sparsam, hat einen viel höheren Wirkungsgrad als der Benzinmotor. Mehr Kilometer machen mit weniger Kraftstoff, ein Verkaufsargument. Der Aufstieg des Dieselmotors in Deutschland begann Mitte der 90er Jahre. Die jährlichen Verkaufszahlen gingen stetig nach oben auf 1,45 Millionen im vergangenen Jahr. Grund für den Erfolg waren Entwicklungen, die Leistung und Laufruhe der Dieselmotoren steigerten. Die Diesel-Direkteinspritzung wurde eine Schlüsseltechnologie für den Erfolg deutscher Hersteller. Die haben voll auf den Selbstzünder gesetzt und die Entwicklung alternativer Antriebe lange vernachlässigt. Gute Geschäfte mit Elektroautos machen andere, Tesla aus den USA zum Beispiel. Bei Hybridmotoren hat Toyota seit langem die Nase vorn und bringt jetzt zur IAA auch noch das erste Brennstoffzellenauto der Welt in Serie. Die Konzentration deutscher Hersteller auf die Verbesserung der Dieseltechnologie könnte sich infolge der VW-Betrugsaffäre bald doppelt rächen. Denn was den Herstellern schadet, das schadet auch der gesamten Wirtschaft. Es könnte im Euroraum eine Wachstumsdelle geben, heißt es. VW ist der drittgrößte Arbeitgeber in der EU. Jobs sind also in Gefahr. Und das eben nicht nur bei VW, sondern auch bei den Zulieferern. Zum Schluss noch mal die Erinnerung. Am Freitag bestimmen Sie ja das Thema unter www.börse.ard/mittagsmagazin oder www.mittagsmagazin.de. Wer kontrolliert die EZB oder Immobilienkauf? Lohnt sich der überhaupt? Das sind die Vorschläge. Und damit gleich die Frage an Stefan. Hast du schon einen Tipp, was es werden könnte? Also ich glaube, nachdem die Zinsen seit Monaten bei Null liegen, werden alle sich, denke ich mal, aufs zweite Thema stürzen. So ein eigenes Häuschen, oder Stefan? Ja, wir verraten es noch nicht, aber es ist die Richtung, die stimmt, ja. Gut, danke schön, Stefan, an der Frankfurter Börse. Weiße Kittel gegen Rotstift. In Deutschland versammeln sich in dieser Stunde tausende Ärzte und Pfleger aus Krankenhäusern vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie wehren sich gegen die geplante Klinikreform der Großen Koalition. Die Politik sagt, Krankenhäuser müssen noch mehr sparen. Die Mediziner sagen, ihr spart am falschen Ende. Die Patienten, die leiden darunter. Wer hat da jetzt recht? Die Situation ist angespannt im St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin-Mitte. Die Patienten, wie hier auf der Urologie, werden immer schneller in die häusliche ambulante Versorgung entlassen. Für die Pflegekräfte, die Schwestern, bedeutet das auch einen erhöhten bürokratischen Aufwand. Die Krankenzahlen der Schwestern, die Belastung ist schon höher geworden, gerade in der letzten Zeit. Es ist eine Herausforderung, die Dienstpläne zu gestalten, umzuzwitschen, dass man auch das Fachpersonal dann hat und nicht zu viel auf Leasingkräfte auch zurückgreifen muss. Auch Klinikchef Alexander Grafe weiß, seine Pflegekräfte arbeiten am Limit. Und deshalb lehnt er das Gesetz zur Krankenhausreform ab. Knackpunkt für ihn, die steigenden Tarifgehälter der Mitarbeiter werden seit Jahren nicht voll refinanziert. Stattdessen gab es einen Versorgungszuschlag für das Pflegepersonal. Schon der reichte nicht aus und soll nun komplett gestrichen werden. Dieses neue Gesetz ist für uns ein Spargesetz und runtergebrochen auf unsere Realität in unserem Krankenhaus sind es ungefähr 500.000 Euro, die wir zukünftig an Erlösen weniger zur Verfügung haben. Das ist, wenn Sie umrechnen wollen, sind vielleicht 10 Pflegekräfte. Wenig überraschend lehnt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft das geplante Gesetz ab. Auf dem Hintergrund der angespannten personellen Situation stoßen die geplanten Qualitätszu- und Abschläge auf Widerstand. Ich denke, wenn ich Qualität möchte, wenn ich sage, mehr Qualität in den Krankenhäusern, die Krankenhäuser unterstützen diese Qualitätsoffensive, aber dann brauche ich mehr Ressourcen, ich brauche mehr Menschen, ich brauche mehr Pflegerinnen und Pfleger, ich brauche mehr Gebäude. Und wenn ich dann weniger Geld und weniger Personal finanziere, dann wird diese Rechnung nicht aufgehen. Märchen statt Fakten würden die Krankenhäuser verbreiten, kritisiert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Allein 2016 erhielten die Krankenhäuser 2,8 Milliarden Euro zusätzlich und auch die Pflegekräfte würden voll bezahlt. Das Problem seien die vielen, viel zu vielen Krankenhäuser.
Die überzähligen Betten verführen die Kliniken dazu, Operationen, die nicht notwendig sind, durchzuführen. Wir kennen das von Knieoperationen, von Rückenoperationen. Das ist kein Geheimnis, das ist unumstritten. Und deswegen ist es so wichtig, die Überkapazitäten abzubauen, damit das Geld, was wir haben, die Pflegekräfte, die Ärzte, tatsächlich für die Patientinnen und Patienten da sind, die es wirklich nötig haben. Es hört sich an wie Wahlkampf, das Ringen um das Geld. Wie es im Moment aussieht, haben die Krankenhäuser einen Teilerfolg erzielt. Die Koalitionsparteien planen einen jährlichen Pflegezuschlag in Höhe von 500 Millionen Euro. Viele von uns essen für ihr Leben gerne Sushi. Fühlt sich ja auch gesund an, kleine Röllchen, Reis, roher Fisch und rein damit. Doch auf der japanischen Speisekarte, da tut sich gerade Großes. Ein ganz neuer Trend, den wir erstmal mit Vorsicht genießen. Herz, Hirn und Leber ist das neue Sushi. Der Japaner hat die Innereien entdeckt. Ein Konkurrent für die Reisröllchen? Tokio. Wohl nirgends auf der Welt gibt es eine solche Auswahl an Restaurants, unendliche Vielfalt und natürlich dies. Goa Fish auf Reis, Sushi, inzwischen weltbekannt und selbst in deutschen Kleinstädten zu haben. Vor 25 Jahren durfte das ARD-Studio Tokio die damals außerhalb Japans noch ziemlich unbekannte Spezialität vorstellen. In seiner kleinen Sushi-Bar erkundete der noch erheblich jüngere Reporter exotisches Essen. Im Tokio von heute sucht man meine kleine Sushi-Bar leider vergebens. Wir sind in der gleichen Straße, der Platz ist noch da, aber da, wo früher der Eingang zu Sushi-Bar war, ist heute ein modernes Café. Das heißt aber nicht, dass in Japan kein roher Fisch mehr gegessen wird, aber es gibt neue und zum Teil richtig unheimliche Trends. Willkommen im Innereien-Restaurant. Auf dem Grill brutzelt Zwerchfell und Herz und allerlei Gekröse, viel junge Kundschaft. Geschnippelter Rindermagen mit Frühlingszwiebeln, dazu Leber und Zunge. Bansen, das ist es einfach. Innereien, so glaubt man in Japan, machen stark und schön. Fühlt sich im Mund ganz anders an als Fleisch, sagt sie. Interessant. Innereien waren früher ein arme Leute-Essen, sagt er. Für mich ist das hier eine nostalgische Erinnerung an meine Jugend. Auf den Reporter wartet die nächste Herausforderung, Schweinehirn. Pansen in Massen. Innereienfleischer verzeichnen, ob des neuen Trends, verstärkte Nachfrage. Alles frisch und saftig, sagt er. Im Schlachthof, so wird versichert, auf BSE getestet und nummeriert. Zur Wiedergeburt Japans heißt unser Lokal. Im Japan der 50er Jahre, sagt Koch Yota Takai, war Japan noch agil und energisch. Diese Stimmung wollen wir wiederbeleben. Das Schweinehirn ist gleich fertig. Das Restaurant ist stets voll. Es ist nur eins von vielen Innereienküchen, Arbeiterkneipen und schicke Trendläden wie dieser. Es ist wirklich gut. Ein bisschen blutig. Die neue Exotik des Essens in Japan. Ja, da wird es sehr eng für Vegetarier. Deutschland startet in den Herbst, auch hier auf unserem Zuschauerfoto gut zu sehen. Dankeschön für dieses Bild. Und wir wollen noch wissen, wie sehen denn die nächsten Tage aus? Grau oder golden? Hier die Antwort von Dieter. Der Luftdruck steigt. Bleibt jetzt abzuwarten, wie golden sich der Herbst in den nächsten Tagen zeigt. Es gibt nämlich nicht nur Sonnenschein, es wird auch ein paar Wolken geben. Und Herbstnebel ist natürlich auch ein Thema. Auf jeden Fall schiebt sich ein Keil dieses Azorenhochs zu uns vor. Und auf jeden Fall erwarten wir ruhiges Wetter in den nächsten Tagen. Es bleibt in vielen Regionen allerdings eher frisch. Und vor allem die Nächte, die werden kühl. Wenn der Himmel, der Nachthimmel aufklart, geht Wärme verloren. Tiefstwerte dann im einstelligen Bereich. Hier das Beispiel Leipzig. Schauen wir bis in die nächste Woche hinein. Und da gehen die Tiefstwerte in der Nacht dann in den nächsten Tagen doch auf 5, 6 Grad runter. In vielen anderen Regionen kann es ganz ähnlich sein. Hier und da mag es auch Bodenfrost geben. Aber das ist nicht ungewöhnlich jetzt Ende September in dieser Jahreszeit. Ebenso wenig wie der Nebel, der nachts entsteht, wenn die Feuchtigkeit in der kühlen Luft kondensiert. Gehört alles zum Herbst dazu.
Und wir gehen jetzt in die Pilze. Auch die gehören zum Herbst. In vielen Regionen, wie auch hier im Rhein-Main-Gebiet, wollten sie lange nicht so richtig wachsen. Die Sommermonate waren einfach viel zu trocken. Aber der Regen der letzten Zeit lässt sie nun sprießen, zur Freude vieler Pilzsammler. Aber Vorsicht, man sollte sich gut auskennen. Der hier zum Beispiel gehört zwar zur Champignon-Familie, ist aber nicht essbar. Die gelbliche Schnittfläche und der unangenehme Geruch sagen dem erfahrenen Pilzkenner, dass es sich hier um einen Carbol-Champignon handelt. Weg damit. Ja, und auch bei vielen anderen Pilzen gibt es ja durchaus Verwechslungsgefahren. Im Zweifel also lieber nicht ins Körbchen oder zur Pilzberatung gehen. Vorhersage, die Nacht verläuft teils wolkig, teils klar. Von wenigen Tropfen abgesehen bleibt es trocken. In manchen Regionen bilden sich Nebelfelder. Hier in Südostbayern fällt gelegentlich noch etwas Regen. In Hochlagen fallen Flocken. Die ersten Alpenpässe mussten ja schon gesperrt werden. Morgen müssen sich zunächst Nebel- und Hochnebelfelder auflösen, bevor sich insgesamt so ein freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken einstellt. Im Nordwesten wird es später wieder wolkiger. Dort kommen dann auch Schauer auf. Und im Nordwesten weht dazu ein strammer Herbstwind. Frischer Wind mit starken Böen bei Schauer. Gibt es da oben dann auch stürmische Böen. Und die Temperaturen heute Nacht 1 Grad im Allgäu, sonst gehen die Werte auf 13 bis 6 Grad zurück. Temperaturen morgen 11 Grad am Alpenrand, ansonsten 14 bis 19 Grad. Hier im Osten erreichen wir auch die 20-Grad-Marke. Und die weiteren Aussichten am Freitag, Herbstsonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer, meist trocken. Das Wochenende steht vor der Tür. Wir erwarten am Wochenende keine große Änderung. Es bleibt ruhig, es bleibt überwiegend trocken. Nach Nebel, zwischen Wolken kommt die Sonne zum Vorschein. Und am mildesten wird es, wie so oft, im Südwesten mit Temperaturen bis zu 20 Grad. Und auch nach dem Wochenende bleibt uns das insgesamt ruhige Herbstwetter wohl zunächst erhalten. Soweit die Aussichten aus der Wetterredaktion in Frankfurt und damit zurück nach München. Zu dir, Stefan. Ja, klingt doch gut. Dankeschön, Dieter. So sah die Welt am Mittwochmittag aus. Danke fürs Zuschauen und gerne bis morgen. Auf Wiedersehen.